die Montagsmaler. Heute ZDF, die lustigen Musikanten. Gegen ARD, Haifischbar. Die lustigen Musikanten mit Sepp Viellechner, Ellen Friese, Ruth Kappelsberger, Marcel Graf. Und Haifischbar, vertreten durch Karl Bay, Heidi Mahler, Petra Bessel, Heidi Karl. Und zwei Kindermannschaften von ZDF und ARD. Die Montagsmaler mit Frank Elstner. Ja. Guten Abend. So. Ich habe die angenehme Aufgabe, Ihnen mal eine Kamera zu zeigen und dann gleich auch noch unsere Bilder. Das sind also die Preise. Ich begrüße Sie ganz herzlich wieder zur neuesten Ausgabe der Montagsmaler. Wir hatten eine lange Sommerpause, eine Ferienpause. Viele von Ihnen sind wieder in der Zwischenzeit nach Hause gekommen. Danke für die netten Karten, die wir gekriegt haben. Richtig gemalte Karten habe ich aus vielen verschiedenen Urlaubsorten bekommen. Somit so Zusätzen, wir brauchen keine Fremdsprachen mehr. Wir unterhalten uns jetzt per Malerei, nicht? Also Sie sehen, man kann also bei dem Montagsmaler nicht nur spielen, sondern auch noch Fremdsprachen lernen. Unsere Gäste aus ARD und ZDF sind alle da und das sind die Preise. Hier sind die Trostpreise. Bei uns kriegt jetzt jeder ein Bild, auch die Verlierer. Ich finde diese Trostpreise so niedlich. Ich möchte Ihnen die gerne mal zeigen, ist doch nett. Ich darf Ihnen übrigens zu Hause sagen, so wie sie im Moment zittern, zittern die dann zu Hause nicht, nicht? Das ist zur Erinnerung an die Montagsmaler für den zweiten Sieger. Habt ihr es gesehen? Muss mal ein Zeichen von unserem Kameramann bekommen. Also wie gesagt, das sind die kleinen Preise für diejenigen, die Zweite geworden sind. Aber ich nehme doch statt, hier ist schon der Haken abgegangen, wenn ich sagen darf, das hält jetzt nicht mehr. Gut, ich lege es euch mal so lange dahin. Okay. So, hier sind also jetzt die Stars unserer Montagsmaler. Ich muss das immer wieder betonen. Ich freue mich so sehr, dass wir die Kinder in der ersten Runde haben, die so spontan bei diesem Spiel sind, dass alle Erwachsenen was von lernen können. Ihr habt jetzt noch eine Runde Bedenkzeit. Lasst euch hinten einschließen, nicht? Kriegt noch einen Kaugummi und einen Kopfhörer. Und wir fangen an, hier uns mal zu unterhalten. Ich komme mal hier rüber. Das ist also jetzt der Schülerexpress. Ist das richtig? Ach, ich traue mich gar nicht, mich hier hinzusetzen. Ich habe, also es ist ja immer sehr nett, wenn man so die Kritik ein bisschen kennenlernt und sehr viele Briefe bekommt. Und ich finde, man soll nicht immer nur über die netten Briefe reden, sondern auch über die etwas schlechteren. Nach der letzten Sendung haben sich bei mir etwa 100 Optiker gemeldet, die mich fragten, warum denn meine Brille so rutschen würde. Und einer hat mir mangelnden Charakter nachgesagt, weil ich immer so hier säße. Also ich will mich dann bemühen, heute mal so zu sitzen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man jetzt alle Vorschläge, die man so bekommt, nicht der eine sagt, tragt die Haare so, der andere die Brille so und so. Das ist dann so wie der berühmte Schneider. Da muss man sich dann so hinsetzen, damit der Anzug keine Falten wirft. Gut, also ihr seid die erste Mannschaft, vielleicht seid ihr so nett und stellt euch erstmal alle vor. Ich heiße Wolfgang Raab, komme aus Eichen. Ich bin 10 Jahre alt, mein Hobby ist Fußball spielen. Ich heiße Britta Dörr und komme aus Eichen und bin 11 Jahre alt und mein Hobby ist Lesen. Ich heiße Nathalie Haut, komme aus Erbstadt, bin 11 Jahre alt und mein Hobby ist Reiten. Ich heiße Michael Weisenstein, komme auch aus Erbstadt. Meine Hobbys sind Fußball und Luftgewehrschießen. So, vielleicht kann ich hier auch noch mal etwas aufgreifen. Reiten, Lesen, Fußball spielen. Wir sind ein bisschen angegriffen worden, als man uns sagte, wir würden also nur ganz besondere Kinder aussuchen, die bei uns mitmachen, die alle so elitäre Hobbys hätten. Wir haben darüber nachgedacht und vielleicht kann dieser Eindruck entstehen, wenn manche Mädchen sagen, wir spielen gerne Golf oder wir reiten nur oder Tennis. Ich kann Ihnen versichern, dass wir bemüht sind, hier also ganz normale Kumpels von nebenan in unsere Sendung zu nehmen. Und das Einzige, was Sie vielleicht von den anderen Kindern etwas unterscheidet, ist, dass das Medium Fernsehen Ihnen nicht so fremd ist, da Sie mit Funk und Fernsehen halt mal was zu tun gehabt haben. Wir wollen Ihnen ein bisschen die Scheu nehmen, ein bisschen die Angst vor der Kamera. Und an und für sich kann hier eigentlich sonst jeder mitmachen. Dazu gehört nichts Besonderes und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Heute schon bei den Proben. Ja, habt ihr eine lustige Zeit erlebt? Ja. Was macht ihr denn überhaupt für eine Funksendung oder für eine Fernsehsendung? Was ist das? Nee, wir waren also bei Schülerexpress. Ja. Da haben wir Chefs interviewt und Angestellte und Lehrlinge. So über den späteren Beruf gesprochen. Ja. Was wollt ihr denn mal werden? Was willst du mal werden? Na, bei uns ist es jetzt schon 6,5 Generationen im EG Zimmermann in Hanau. Vielleicht wäre ich da auch dabei. Ah ja. Also, Sie sehen nicht, was man so alles im Fernsehen lernt, nicht?
Sag mal, und was machen deine Eltern beruflich? Ich meine, wir wollen jetzt mal den Firmennamen ein bisschen weglassen, anstandshalber, weißt du, damit keiner sagt, du machst Schleichwerbung, hast du gar nicht nötig, weil du später so großartig arbeiten wirst, ne? Was machen die denn? Ja, mein Papa ist Natursteinschleifer und meine Mama ist Lampenmontiererin oder Montagerin. Und was ist ein Natursteinschleifer? Ich muss so dumm fragen, ich weiß es nicht. Ja, das ist, der Mama kommt direkt aus Italien und der wird... Der Mama, der Marmor. Marmor. Ah ja, entschuldige, ja. Der Marmor kommt aus Italien? Oder aus Spanien, wo er halt herkommt. Und da wird er nicht kontrolliert. Ja. Und dann macht man so die Tische draus, ja. Nachttischaufsätze, Badewannen. Ist ja schon was Teures, nicht? Ja. Und das möchtest du vielleicht mal werden. Ich drück dir die Daumen. Ja, wir können uns nachher noch ein bisschen unterhalten, vielleicht im Laufe des Spiels. Ja. Ich glaube, alle warten drauf, auch eure Freunde zu Hause und die Schulfreunde. Mensch, jetzt ran an den Speck. Erste Runde, 3 Minuten dauert sie pro erratenen Begriff. Gibt's 3 Punkte. Wollen wir anfangen? Ja. Ja? Und dass ihr alle aus der Nähe von Frankfurt kommt, das haben wir auch gehört. Ne? Ja. Gut, dann komm, fangen wir an. Achtung, erste Runde, 3 Minuten. Hier, ich muss Ihnen das schnell noch erklären, falls Sie zum ersten Mal bei unserer Sendung dabei sind. Hier, dieses Lämpchen brennt immer, solange ein Begriff als nicht erraten gilt. Das ist das Telefon, das hoffentlich nie klingelt, dann habe ich was falsch gemacht. So, Achtung, Spiel ab. Kopf, Herz. Das wäre ganz falsch geworden. Er fängt nochmal von vorne an. Pullover, Jacke. Mann. Nein. Hose. Eine Hose. Was für eine Hose? Badehose. Richtig. Das waren natürlich Bermuda-Shorts. Reis. Topf, Korb, Tasche. Babybett. Moment, jetzt bin ich selbst Blumen. Etwas unsicher Blumen. Geworden. Korb, hast Teller. Du das richtig gelesen? Was kann das sein? Brille. Tasche. Ja. Pass auf, sie fängt nochmal von vorne an. Es kann sich doch etwas Auge. Völlig Neues ergeben. Auge. Sommersprossen. Pass mal auf, ich glaube, sie liest das falsch. Darf ich mal die Zeit Antaschen. Anhalten? Ich halte mal die Zeit an. Ich muss mit ihr mal diskutieren. Du bist sicher, dass du das malst, was du hier liest, ja? Ja, gut. Vielleicht, pass mal auf, vielleicht malst du es mal von der Seite. Ist vielleicht leichter als von vorne. Kein Porträt, Seitenansicht, ja? So, Achtung, Spiel geht weiter. Uhr läuft wieder. Sommersprosse. Pinguin, also, Kind. Kopf, bei Pinguin bist du Maske. Immerhin schon Richtung, naja. Maske. Handpuppe. Kind. Also ich habe so wirklich das Gefühl, du meinst was Clown. Ganz anderes. Nein, ach, ich muss sofort stoppen. Also ich muss sofort stoppen. Das macht die Nervosität. Ich weiß nicht, ob Sie mitgekriegt haben, was sie jetzt in Wirklichkeit hier malt. Das ist natürlich völlig falsch. Wie kann ich dir das jetzt erklären? Hört mal weg. Guck mal, hier ist ein Ö. Nicht ein R. Ja. So. Also. Nicht sagen. So. Also, es geht weiter. Achtung, jetzt gilt's. Völlig neu. Seehund. Schon wird's deutlich. Hund! Ein Hund! Katze. Ein Hund ist richtig. Was für ein Hund? Seehund! Nein. Dackel! Nein! Dackel! Nein! Kucke Spanien! Nein! Dalmatiner! Nein! Schäferhund! Guck mal! Pudel, richtig! Mann, wo ist der Hase? Ein Mann. Tisch! Ein Mann, der am Tisch sitzt! Nee. Es war kein Tisch. Mann, wo ist der? Nee, komm mal schon. Jetzt pass mal auf, was der jetzt macht. Der Mann. Na, was macht der? Der sitzt da, oder? Der sitzt doch nicht. Nee, was kann ich machen? Kasperl! Nein. Denkt mal ein bisschen an, so viel will ich helfen, an die Olympischen Spiele. Fackenträger. Nein. Nee. Hochspringer! Jetzt bist du schon besser, er springt, ja? Hürdenläufer! Richtig! Ja. Schnecke! Mütze! Schneemannchen! Franzose! Also, Schotte! Ich muss sagen, das ist ausgezeichnet Musikant. Gemalt. Es handelt sich um einen Mann in der Ausübung seines Berufes. Male! Wer trägt denn so alles Mützen?
beim Beruf? Male. Briefträger! Richtig! Das ist es eigentlich schon. Auto. Sag schnell. Schnuller. Nee. Nee. Also, vielen Dank.15 Punkte haben die anderen bekommen. Und jetzt seid ihr dran. Und vielleicht seid ihr auch so nett und stellt euch erstmal alle vor. Ihr könnt mir also eure Hobbys nennen oder was ihr mal werden möchtet. Ja. So ein paar Sätze zur Person. Ja. Alexander fängt an. Ich höre zu. Ich möchte mal Lehrer oder Polizist werden und habe als Hobbys Fotografieren und Radfahren. Und kommst aus Berlin? Ja. Gut. Und Tatjana? Ich komme auch aus Berlin. Und meine Hobbys sind Touren und Lesen. Ich möchte mal Ärztin werden. Die dritte im Bunde? Ja, ich komme auch aus Berlin und was ich werden will, weiß ich noch nicht. Und meine Hobbys sind Reiten und Lesen. Und noch eine? Ja, ich komme aus Basel, aus der Schweiz. Meine Hobbys sind also Leichtathletik und Skifahren. Und ich möchte mal gern Schauspieler werden. Und hast du dir da eine bestimmte Rolle ausgedacht dabei? Gibt's irgendeinen Schauspieler, der dir imponiert, wo du sagst, so wie der Typ da, so, das würde mir mal Spaß machen? Ja, mein Papa. Ah, jetzt krieg ich. Wer ist denn dein Papa? Buddy Elias. Ah, dann grüßen wir also ganz herzlich Herrn Elias. Ne? So. Womit wir natürlich schon wieder beim Thema wären, nicht? Dass man uns vorwirft, dass das also nun hier die besonderen Kinder bei uns in der Sendung seien. Ich kann Ihnen versichern, dass also hier niemand von uns ausgeschickt wird und irgendwo guckt, wo sind besondere Kinder. Und vielleicht werden wir irgendwann mal Gelegenheit haben, vielleicht auch mal aus Schulen Kinder zu uns zu holen, die nicht unbedingt mit Schauspiel oder Theater zu tun haben. Was ist dein Vater? Jetzt muss ich mal durchfragen. Mein Vater ist Student, will mal Rechtsanwalt werden. Mhm. Und dein Vater ist Student? Ja. Ah ja. Na, warum nicht? Grüß ihn herzlich, so einen hätte ich mir immer gewünscht. Und deiner, Tatjana? Der ist Kunstmaler. Und deiner? Meiner arbeitet im Büro. Mhm. Und dein Papa, der Kunstmaler ist, hat dir sicher ein bisschen beigebracht, wie man schön malt. Dann wirst du die super Malerin heute in der zweiten Runde bei uns sein, oder? Nee? Na gut, wir fangen mal an. Alexander, darf ich bitten? Ja. Bitte sehr. So. Alles in Ordnung? Achtung, Spiel ab. Fängt leicht an, Alexander, hast du gemerkt. Boot, Kasten. Eierschale. Deutlich gemalt. Hose. Was für eine Hose? Unterhose. Ist heiß. Badehose. Ja, die ersten drei Punkte. Auto. Maus. Hund. Pudel. Pudel. Ein Baum. Regenwurm. Pilz. Sonnenschirm. Ganz falsch. Telefonhörer. Ganz falsch. Schiefer. Das ist ja hervorragend gemalt. Jetzt pass auf, langsam, aber sicher. Kasperlepuppe. Nein, nein. Sitzen. Vielleicht sollten wir hier noch ein weiteres Bein. Nein. Wasserschiefer. Jetzt wird's heiß. Schief. Nein, nein. Sprung. Das mit dem Springen hat mir gefallen. Denk mal an die Olympiade. Speersprung. Nee. Hürdenlauf. Ja, halt. Du bist fast richtig. Wir suchen nicht die Disziplin, sondern den, der es macht. Das ist also ein Hürdenläufer. Richtig. So. Aua, entschuldige, manchmal muss ich mich hier immer wie ein Oberlehrer benehmen, aber das möchte gerne meine Jury, ne? Schüssel. Kanu. Banane. Messer. Igel. Ratte. Maus. Na. Schnecke. Richtig, Schnecke. Maus. Kopf, ein Auge. Hut. Männchen. Bauch. Mann. Also, es handelt sich um einen Mann, ganz richtig. Heinzelmännchen. Und was hat der auf dem Kopf? Zipfelmütze. Nee, er hat eine Mütze, ja. Schirmmütze. Vorhin habe ich gefragt, in welchen Berufen trägt man Mützen? Polizist. Kein Polizist, aber ein... K-
Ah, jetzt wird ein neuer gemalt. Sie haben gerade Schichtwechsel gehabt. Schirmmütze! Nein, denk mal dran. Der Schrankenwärter von der Uniformfarbe. Kommt das jetzt schon näher dran? Soldat! Nein. Polizist? Feuerwehrmann? Nein. Die, normalerweise stehen die sehr früh auf. Arzt! Nein. Nein. Busfahrer? Nein. Hat einer von euch einen Brieffreund? Briefe! Ja, jetzt habe ich ja viel geholfen, nicht? Okay. So. Boot, Maus, Igel, Bürste, Kamm, Löffel. Richtig. Baum, Zaun. So, damit der Gong. Ihr habt, glaube ich, 3 Punkte mehr. Ich muss hierzu ganz schnell etwas sagen. Ich habe euch jetzt bei dem einen Begriff ziemlich geholfen. Mhm. Und zwar habe ich euch deswegen so geholfen, weil ich vorhin bei ihr nicht ganz klar war. Sie hat nämlich bei Pudel, hat sie Puder gelesen. Und hat furchtbar lange dran rumgemalt und sicher viel Zeit verloren. Dann habe ich da sehr viel geholfen, dann habe ich bei euch wieder geholfen. Solange meine Jury nicht meckert, geh doch mal ans Telefon, ob die was sagen. Ich traue mich da nicht hin. wenn da alles in Ordnung ist, gilt das noch? Gilt, ja? Alles prima gelaufen. Dankeschön. So, ihr kriegt jetzt 4 Sachen. Die stehen da drüben für euch bereit. Bitteschön. So, das war also unsere Kinderrunde. Und nun zu unseren Erwachsenen. Eine Mannschaft müssen wir noch einsperren. Die Haifischbar geht also nochmal in unsere schalldichte Kabine da hinten. Und ich darf also herzlich hier die lustigen Musikanten begrüßen. Das wird jetzt sehr schwer, dass Sie Ihrem Namen gerecht werden nach diesen lustigen Kindern. Jetzt zu den lustigen Musikanten. Maxel Graf neben mir mit Ruth Kappelsberger, die Moderatoren dieser Sendung, die es seit vielen Jahren gibt. Ja. Und die vor allen Dingen sich an diejenigen unter den Zuschauern wendet, die gerne Volksmusik haben, die gern was Zünftiges haben und die gern was Lustiges haben. Ist das richtig? Sehr richtig. Jetzt muss ich Sie um ein Geheimnis, ich möchte ein Geheimnis bei Ihnen lüften. Aber. Man sagt so immer, Clowns und Unterhalter sind im Privatleben oft sehr ernste Menschen. Nun kenne ich Sie seit gestern und muss Ihnen sagen, ich habe selten auf Proben so gelacht. Sind Sie immer so lustig? Nein, also da müssen Sie meine Frau fragen oder meine Bekannten fragen, das ist weniger. Ja. Aber Sie kennen mich nicht seit gestern. Ja, wir haben uns mal kurz vorher gesehen, aber hier haben wir bei der Medaille gesehen und da freue ich mich, wenn ich heute Zweiter werde. Dritter werde ich bestimmt nicht heute. Dankeschön. Ja, wissen Sie, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich war sehr froh, dass ich in dieser Sendung war und da so abgeschlagen Letzter wurde. Das tat mir ganz gut, denn ich habe hier immer unsere Kandidaten und sage denen immer vor der Sendung, Kinder, regt euch doch nicht auf, wenn er verliert, was macht das denn? Und plötzlich? Hä? Ich habe es gemerkt. So, in einer großen Zeitung stand heute, das wird heute nicht der Kampf zwischen ARD und ZDF, sondern zwischen Bayern und Preußen. Nein. Und, erstens mal machen Sie schon einen Fehler, wenn ich zum Hamburger Preuße sage, dann sagt er schon, Moment, Hanseate. Ah ja, das ist also der große Unterschied. Stimmt schon nicht. Ja. Wie würden Sie denn als Urbayer so die Bayern und die Preußen mal kurz beschreiben können? Haben wir noch so viel Zeit? Ja, wenn wir uns beeilen. Ja, ganz schnell, da gibt es bei uns einen Witz, vielleicht ist er schon sehr bekannt, aber ich finde den treffend, weil die einfach schneller sind. Da kommen 2 Bayern ins Hofbräuhaus in München, bestellen sich einen Rettich, also einen Radi, und eine Maß Bier. Dann wollen sie den Rettich salzen, da geht nichts raus aus dem Salzfass, stellen sie es weg, schieben den Rettich weg, sind stocksauer, trinken ihr Bier. Kommt ein Preuße, sagt, statt einen Platz, ja, bitte, nehmen Sie Platz. Ich möchte auch so ein Radi und möchte so ein Bier, ja, so ein Mussel, ja. Also der kriegt es, Radi, salzen, geht nichts raus, nimmt den Zahnstocher, macht die Löcher frei, salzt es und isst es genüsslich. Sagt der eine Bayer zum anderen, siehst du, das ist das, warum ich die Preußen nicht mag. Also, ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen mit unseren lustigen Musikanten zu Ruth Kappelsberger. Ich bin einer ihrer größten Bewunderer gewesen und habe immer gesagt... Als Kind, oder was kommt jetzt? Nein. Gewesen, noch die Stutzigen. Ja. Ich muss Ihnen sagen, immer wenn Sie Ihre Fernsehansagen gemacht haben, das war ein Vergnügen. Das kann man ja nicht immer behaupten. Und nun haben Sie Ihre Tätigkeit mehr aufs Theaterspielen verlegt und sind eine Schauspielerin, die nach großen Rollen fahndet und die auch spielt. Groß müssen es nicht sein, aber gut. Was ist eine Lieblingsrolle für Sie? Das war meine letzte, die ich jetzt in München gespielt habe, die liebe Familie in der kleinen Komödie.
Das habe ich sehr geliebt und wir haben 112 ausverkaufte, fast ausverkaufte Vorstellungen gehabt. Stinkt der, gell? Ja, ja. War mir sehr noch nie schön. Passiert. Nach vielen Jahren wieder, war sehr schön. Sie sind ja auch mit einem lustigen Musikanten verheiratet, mit Fred Bertelmann, dem lachenden Vagabunden. Er lacht immer noch. Lacht immer noch. Wir hatten gerade unseren 10. Hochzeitstag, er lacht immer herzliche noch. Herzliche Glückwünsche. Trotzdem lacht er noch. Uns so. Helen Friese, jeder ist natürlich mit irgendwas, an irgendwas denkt man, wenn man Gäste vorstellt. Bei dem einen denkt man ans Jodeln, bei dem anderen an einen Witz erzählen und bei dem anderen an die Fernsehansage. Bei Ihnen denke ich an die Mainzner Fasnacht, so heißt das dort. Ja. Denn regelmäßig zur Mainzner Fasnacht tauchen Sie im Fernsehen auf mit großen Liedern und versuchen da alle Narren und Narlesen zum Schunkeln. Ja, ist ganz erstaunlich. Ich habe eigentlich viel mehr andere Sendungen gemacht, aber der Karneval bleibt haften. Das freut mich natürlich, aber der bleibt haften. Und was wird nächstes Jahr gesungen? Weiß man das jetzt ja, schon? Ja, ich habe vorige Woche Aufnahmen gemacht in München. Die Platte kommt im September raus. Ja. Und zwar Fang dir eine Fledermaus und heute Abend gehen wir nicht nach Haus. Fang dir eine Fledermaus. Das wird also der Karnevalsschlager für 1977. Wenn Sie mir die Däumchen drücken. Gut, machen wir. Machen wir. Sehr viel, ne? Das ist der Mann, der hinreißend gut jodeln kann. Und Sepp, das ist noch nicht so lange her, vor einigen Jahren war die Musik, die mit Volksmusik zu tun hat, mit Trachtenvereinen, gerade von den jungen Leuten gar nicht so gelitten. Ja. Es gibt immer mehr junge Leute, die sich zur Volksmusik bekennen. Haben Sie das gemerkt in Ihrem Beruf? Das ist sehr erfreulich sogar. Man merkt es immer bei den Veranstaltungen, dass ganz viele Leute jetzt also die Volksmusik sehr mögen, sonst wären sie ja nicht drin. Gell? Ja, und Sie tragen dazu natürlich auch bei, indem Sie dann also Ihre lustigen Lieder singen. Genau Sie können so hervorragend jodeln. Ja. Können Sie mit uns ganz schnell einen Jodelkurs machen? Montags mal ein Jodler. Das wäre eine gute Idee. Ja. Gestern war Sonntag, da gibt's keinen Zweifel, holalödi. Und heute ist Montag, da holen wir wieder Teufel. Da holen wir so, darf ich bitten? Jetzt also zu unseren Erwachsenen. Es steht 18 zu 15. Die lustigen Musikanten müssen aufholen. Achtung, Sendung, zweite Runde. Spiel ab. Maxl Graf, der erste Zeichner. Es fängt doch leicht an. Ein Strich. Strich fängt leicht an, aber es ist ein Strich mit Sicherheit nicht. Ein Busen. So einen hätte ich noch nie gesehen. Was mit Musik? Richtig. Meine Güte. Also ich sage dazu, sage ich auch den anderen, es ist schwer. Ein Mandel, ein Mandel, ein Männchen. Mandel ist schon gut. Ein Skiläufer, ein Rollschuhläufer. Wie kriegen wir den jetzt dazu? Was ist das? Ein Kameltreiber, ein Kameltreiber. Also nochmal, vom vorn. Also etwas an diesem Mandal, wie Sie sagten, ist ja ganz besonders deutlich hervorgehoben. Die Füße. Die Füße. Ja, oder was drüber ist. Ja. Soweit die Füße tragen. Waden nicht. Also es handelt sich eigentlich auch Luftballon, ein Fahrrad. Um eine zünftige Geschichte, lustig, passt gut in die lustigen Musikanten. Eieiei. Passt gut in die schöne Größe, ja. Das also sind zwei verschiedene Füße. Was ist das? Das Satan. Ja, Sie können ich stoppe die Zeit. Wir können einmal zurückziehen. Gut, dann kriegen Sie den nächsten. Sie kriegen den nächsten. Ja, ja. Das gibt nur Punktabzug. Besser gesagt, das wird nicht gewertet. Achtung, Spiel geht weiter. Jetzt wird es leicht. Es wird wieder ganz leicht. Das ist ein Wasser. Ein Boot. Ein Boot. Ein Haifisch. Haifisch, richtig. Ein Mantel, ein Weiberl. Der Weiberl ist besser. Weiberl mit Armen. Hat die was an? Die hat ein Abendkleid. Abendkleid. Nein, kein Abendkleid. Stopp, ich muss die Zeit stoppen. Hier, hoffentlich nicht der Intendant. Ne? Ja? Ist das wahr? Da habe ich hier geschlafen. Sie sehen einen Moderator, der in seiner Sendung schläft. Gut, danke. Habt ihr wirklich Dirndl gesagt? Ja. Ja? Gut, gilt. Aber, bitte. Aber ganz leise. Ganz leise, ja, aber bitte. Das wurde der nächste, bitte. Der nächste. Gut. Na, ich hab morgen Abendkleid. Du hast Abendkleid schon. Also, wie gut, dass unsere Jury solche Ohren hat. Dankeschön, Herr Intendant. Beide. Ein Kopf, ein Schnecke. Kopf, eine Schnecke. Schnecke. Ein Schnecke. Ganz ein Schneckenhaus. Falsch. Labyrinth. Ganz falsch. Jetzt aber. Geigen-Dings. Nee. Nichts vom Ding. Eine Trompete, eine Tuba. Nein. Da unten. Ein Zaun. Ja, das
er umgeht die Sache sehr gut. Ein Zaun? Ein Zaun und da... Ich Hartsteine um den Zaun. Nein, nein. Vielleicht ja, sollte er den mal anders abwickeln. Junge, mach mir nicht jetzt. Oh, Zigarette! Nein. Achtung, jetzt noch mal. Weg! Also was ist hinter dem Zaun? Eine Hecke, normalerweise. Eine Hecke. Ja, richtig. Wahnsinn. Das ist natürlich... Nachsicht, Kopf, Mandel. Ja, ein Männchen, Mann. Ja. Männchen. Kopf, Mann. Ja, was, wie kriegen wir den jetzt Hände. Hin? Hände. Hände. Revolver. Pistole. Ein Gewehr. Ein Gewehr ist gut. Ein Gewehr. Ein Mann mit einem Gewehr. Ein Schütze. Schützenkönig. Ja. Oh, nein, nein. Über Wasser? Wasser nicht. Herzlichen Dank. Danke. So, 27:18. Und hier die Besatzung der Haifischbar, auf die ich mich ganz besonders freue. Heidi Kabel neben mir und ich habe heute Mittag ein kurzes Gespräch mit der Haifischbar geführt und wir haben uns nur über das Ohrensorgtheater unterhalten. Ist das böse? Nein. Ach, na, für uns nicht. Wir freuen uns drüber. Drei vom Ohrensorgtheater sind dabei, bloß der Bay ist nicht dabei. Als Besucher, sehr oft. Als Besucher. Ja. Was kosten die Eintrittskarten ins Ohrensorgtheater? Alltags 4 bis 18 Mark und sonntags 6 bis 20 Mark. Ich war letztens in Hamburg und habe so in so einer Passage viele Schaufenster gesehen und auch so ein paar Plakate und sah Ohrensorgtheater. Habe ich gesagt, ist nett, die machen hier Reklame dafür. Da war es das schon. Und da waren wir schon, Hinterhoftheater. Ja. Ganz versteckt, es ist ganz versteckt. Ja. Und innen drin, schön? Ganz süß. Ganz süß. Nicht viel Plätze, 375. Darum müssen wir auch so viel auswärts arbeiten. Denn wir sind das einzige Privattheater, die also ganzjährige Verträge haben mit sechswöchigem Urlaub. Das gibt es sonst nicht in Deutschland. Also neben mir ganz bestimmt eine unserer beliebtesten Volksschauspielerinnen in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ja, Herr Bessen, Sie spielen auch in diesem Theater. Ja. Und in der Haifischbar, da haben Sie eine bestimmte Rolle? Ja, ab und zu. Die ist aber nicht. Da trete ich nicht immer auf, das ist nur ab und zu. Und was machen Sie da normalerweise? Naja, meistens einen Seemann, der eben von großer Fahrt in die Haifischbar kommt. Sie kommen auch von da oben aus der Gegend. Er hat so einen schönen rollenden Matrosengang. So. Ja, Herr Mahler sagt immer, ich trudel immer so schön über die Bühne. Wie ist das eigentlich mit eurer Sprache da oben? In dem Theater, da sprecht ihr doch platt. Da sprechen wir Plattdeutsch, ja. Das ist sicher auch, wenn wir über die Lande fahren. So. Das ist aber nicht diese niederdeutsche Sprache, sondern das ist ein Hamburger Platt. Ist Niederdeutsch. Nein, das ist richtig Niederdeutsch. Plattdeutsch ist ja eine Sprache und kein Dialekt. Wenn wir aber hier runterkommen nach Südpreußen, dann sprechen wir unser Hamburger Missingsch, damit man uns hier auch versteht. Ah ja, und das mit dem Spitzenstein, das behaltet ihr durch? Das kommt darin dann vor im Missingsch. Das klingt ja sehr vornehm immer. Das klingt doch sehr gut, nicht? Wenn wir sagen, ich habe ein Kostüm und sitze unter einer Kastanie in Schleswig-Holstein. Das sagen wir auch. Nee, Kostüm ihr sagt Kostüm und Kastanienholstein. Heidi Mahler, ich glaube, darüber wurde ja nun schon 10.000 Mal geschrieben, dass Sie also die Tochter sind von Heidi Kabel. Wann ist Ihnen denn so zum ersten Mal aufgefallen, dass Sie den gleichen Beruf wie den Ihrer Mutter ergreifen möchten? Das ist mir gar nicht aufgefallen, weil das mir von Anfang an ganz klar war. Also von so, dann hatte ich eine Periode, da wollte ich Krankenschwester werden. Ja. Aber es war an sich immer ganz klar, dass ich Schauspielerin werden wollte. Und ist das eigentlich so ein nettes Verhältnis, wenn Mama und Tochter so auf der Bühne miteinander spielen? Gibt es da nicht manchmal Streit? So? Und man möchte uns das so gern einhängen, dass wir eifersüchtig sind. Gibt's nicht. Man möchte mal was Böses wissen. Ja, Negatives, und das ist nun mal nicht da. Ganz langweilig nett. Hinter Ihnen versteckt hat sich der berühmte Herr Bay, der mal als Captain Großfurore machte in Hamburg. Ich kann mich erinnern, bei der Bundesgartenausstellung. Nee, das war nicht Bundesgartenschau, das war die internationale IGA. Also noch eine Nummer drüber. Die ist nur alle 10 Jahre. Da haben Sie also die Hamburg-Besucher mit Seemannsliedern verwöhnt. Aber eigentlich kommen Sie von der Oper, ne? Ja. Jetzt kann ich nicht sagen, wie mal Kollegen sagen. Ich habe auch mal klein angefangen, habe mal an der Oper gesungen oder Schubert-Lied gesungen. Aber ich habe da angefangen und da ging es nicht weiter, weil das oben und unten nicht stimmte. Und ja, nun kommt einer, der oben keine Töne hat, der
ist eben kein Bariton und wenn er unten keine Töne hat, ist er kein Bass. Und Nordseewellen, das kann man sich immer in die betreffende Tonart legen nach 10 Uhr. Das geht nicht immer. Heidi, darf ich Sie bitten? Ich müsste eigentlich hier noch ein ungebrauchtes Paar haben. Hier sind sie schon. Banderole ab. Achtung, Spiel ab für die Haifischbahn. Hut. Gar Stopp, nichts. Ball. Nebel. Kasten. Topf. Dreieck. Tüte. Dreieck. Wiese. Tüte. Na? Eistüte. Nein, ganz falsch. Harfe. Richtig. Ja. Ich sage auch Ihnen dazu, jetzt wird es nicht Mann. Leicht. Clown. Kasper. Die werden sich Komiker. Bedanken. Also Komiker Strich. Und Kasper wäre eine Beleidigung. Gebirgsteiger. Das wird heiß. Kraxler. Ja, Gebirge. Na? Was sehen Sie da für einen? Ein Leuchtturm, nee. Nein. Schuhplattler. Ein Schuhplattler, richtig. Ein Tischlange. Ein Bahnhof. Ein Fisch. Ein Haifisch. Haifisch, Haifisch. Ja. Vorsicht. Ein Mann. Ein Mann, der geht. Nee, so. Also das schafft Eine Frau. Man auch. Mit Brust. Das schafft man Eine auch, Frau. Wenn man mit oben Rock. Keine Töne mit Rock. Hat. Mit Tuddeln. Eine Frau Eine mit Tänzerin. Was? Tänzerin. Nein. Die ist ausgerutscht. Haare. Nein, eine... Ja. Pünktchenkleid. Also, Kleid ist ja eine schon Balletöse. Gut. Kleid ist ja eine schon gut. Was für ein Kleid? Ein Tanzkleid. Nein. Ein... Nein. Modellkleid. Ein Petticoat. Nein. Abendkleid. Ja, ich glaube, Sommerkleid. Es gibt die auch in Abendkleidern. Also, es gibt Abendkleider, es gibt Nachmittagskleider davon. Von ein Dirndl. Ein Dirndl. Ein Berg, kein Berg. Sie ein Pferd. Pferd, Hahn. Nein. Schnecke. Ein Walross. Ein Jetzt. Baum. Ein Baum, ein ja. Wasserfall. Ja, Wasser ist ein schon Park. Gut. Eine Gartenspritzanlage. Ja, Moment, Moment, Moment. Moment. Gartenschlauch. So, ja, richtig. Ein Gartenspritzanlage. Ein Mann. Mann. Langer Mann mit Füßen. Ein Sonnenanzug. Das ist schon Schütze, Bogenschütze. Schütze ist schon Indianer. Heiß. Bogenschütze, Pfeilschütze. Schütze ist heiß. Königsschütze. Ja. Schützenkönig. Ja. Rock. Eine Hose. Hose. Marinesoldat. Matrose, ja. Matrose. Matrose. Matrosenhose. Ein Schuss ins Tor. Nee. Mädchen ist das. Was ist das denn? Ein, na? Ein Fenster. Hosenmädchen. Die ist wild, nee, Nein. Ist Herz, was sehen Sie? Das Herz der Matrosen. Ein Tor. Ja, heißt das Herz der Matrosen. Fast wären Sie dran gewesen. Na, wem gehört denn das Herz Liebe der Matrosen? Den Mädchen. Den Mädchen, ja. Aber die Zeit ist vorbei, den Punkt gibt's nicht mehr. Aber Sie führen dennoch. Bitte. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott. Bitte sehr. Strauß. So. Dankeschön, Erich. So, wir kommen in die dritte Runde, müssen furchtbar Tempo machen. Dritte Runde natürlich die schwerste, Sprichwörter, aktuelles Zeitgeschehen, Tagespolitik vielleicht mit dabei. Und alle 30 Sekunden muss geraten werden, sonst gibt's Punktabzug. Alles kann sich noch mal ändern. Achtung, Spiel ab. Aha. Und jetzt zeichnet nur noch Maxl Graf. Ein Kopf, ein Männchen. Ein Männchen. Auge. Brille. Auge. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein. Boxkampf. Boxhandschuh. Das ist ja... An die Goschen hauen. Ja, Sie müssen... Ja, ja. Ja? Sie müssen... Aufs Auge hauen. Aufs Auge hauen. Blaues Auge. Blaues Auge. Und was sehen Sie noch? Boxhandschuh. Nase. Nein, das ist kein Handschuh. Nasenstümper. Faust. Ja, ja. Faust aufs Auge. Faust aufs Auge. Richtig. Ich dachte, das Wasser, ist für Sie Wasser, so Wasser. Das Richtige, Maxl. Ein Schiff. Wir kommen. Busen. Ja. Segelschiff. Wasser, da liegt einer. Wo hast du denn jetzt wieder hin? Er fängt nochmal von vorne an. Wasser. Also.
Wasser ist schon gut. Und Pfeilbogen. Ein Bogen. Mit Pfeil und Bogen gehe ich durch die Welt. Ja, der beim Wasser. Sie müssen unbedingt das Wasser lokalisieren. Schwimmbecken. Nein. Punktabzug. Kindergröße. Nächster. Jetzt wird's wieder leicht. Ofen. Ja, leicht ist aber so. Maßkrug. Nein. Ofen. Maßkrug. Kein Maßkrug. Größer. Ein Haferl. Nein. Ein Topf. Noch größer. Ein Fass. Fass aufmachen, ja. Richtig. Brille. Auto. Rollschuh, Auto. Auto. Rad. Fahrrad. Fünfte Rad am Wagen. Fahrrad. Fünfte Rad. Jetzt kann ich nicht mehr helfen. Bei Rad sind Sie so gut wie bei der Lösung. Radrennen. 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 7-Tage-Rennen. Tour de France, Tour de France. Ein Lied. Komm, was gibt's denn? Ach, das mit dem Radl fahren. Mit seinem Radl da? Ja. 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 Fernseher. Das fängt schon gut an. Fernseher, erstes Programm. Nachrichten. Nachrichtensprecher. Ein Politiker. Bericht aus Bonn. Nein, es war vorher. Ein Moderator. Ein Mädchen. Ansagerin. Fernsehansagerin. Welche? Die Nachrichtensprecherin. Welche? Jakob. Richtig. Ja, die Ruth kennt die Kollegen. Ja, ja. Die netten schon. Wieder Mandel mit viel Arm. Noch ein Mandel. Hand in Hand gehe ich mit dir durch das ganze Land. Nee. Wo geht ihr denn hin? Pfeil. Tanze mit dir in den Himmel. Nein. Ringelrein. Aber das mit Tanzen ist Ringelrein. Wir tanzen Ringelrein. Tanzen. Wenn wir jetzt noch wissen, wer da tanzt. Die Kessler-Zwillinge. Nein. Ah. So, beglückwünsche Sie, mit 42 Punkten in Führung gegangen. Ja. Wenn Sie sich ausruhen möchten. Tja, das sind die echten Theaterhasen. Sie hat gemerkt, dass wir ein bisschen in Zeitdruck sind, kommt her und sagt, ich bin schon gleich da. Wir fangen gleich an. Alle 30 Sekunden Punktabzug, wenn ich richtig geraten wird. Und es wird ein bisschen schwerer. Aber das haben wir den Spielern schon vorher gesagt. Achtung, Spiel ab. Ein Kreis, ein... Ein Auge? Ja. Ein Auge. Ein Auge mit, ja, die Wimpern. Ein Auge draufwerfen. Ein Auge. Wirf mal ein Auge drauf. Auge. Ein Stein ins Auge. Nein. Sandkorn im Auge. Nein. Den Balken im Auge. Ja, du siehst den. Nein. Aber Sie sind nah dran. Auge. Ganz nah dran. Holzauge. Nee. Holzauge ist erwachsam. Nein. Ah, nee, das müssen Sie nicht vorsagen. Da kommt Holz. Ja, was ist denn das, was da reinkommt? Ja, das müssen wir raus. Schade. Die Faust auf Auge. Ja, das kam zu spät. Achtung, weiter, es geht weiter. Faust auf Auge. Einmal sind wir schon. Wellen. Das Meer. Wellen, ja. Noch Wellen, drei Wellen. Welle. Welle weg. Welle ist wieder weg. Na, lassen jetzt. Sie die Welle mal da. Also die Welle ist noch da. Ah, jetzt wird's. Na, das wird ja großartig. Das wird großartig. Sie ist gerade dabei, das Ganze vom Hubschrauber auszusehen. Wo die Nordseewelle? Ja! Heidi Mahler bekommt einen Geografiepreis. Ein Kessel. Ein was? Ein Balkongitter. Nein. Ein Sack. Rock? Nein. Nee. Petticoat? Nein. Ein Schottenkilt? Nein. Ach nee, das muss ja ein Spruch sein. Aber sie malt das doch so schön. Ja, ja. Was ist denn das? Ein Balkongitter. Nein. Ein Fass. Ja. Das Fass zum Überlaufen bringt. Schlag dem Fass den Boden aus. Nein. Schlag dem Fass die Krone ins Gesicht. Der Deckel ist oben. Ja, jeder Topf kriegt einen Deckel. Nein. Auf jeden Kopf, ist auf jeden Fass. Ein Fass ist das, ach so. Oh. Wir machen ein Fass auf! Verdammt! Oh. Aber toll gezeichnet, toll gezeichnet. Zu spät. Ja, ja. Toll gezeichnet, das kann man nicht anders sagen. Ein Lied vielleicht, Zwei Melonen. Ein Lied, aber nicht mit zwei Melonen. Nein, Fahrrad. Komm auf mein Fahrrad. Na? Nee. Wir sind mit Radl. Ja, wir sind mit Radl. Wir haben eine Radl-Rutschpartie. Pass auf. Fernsehapparat. Fernsehen, oh Gott. Schöne Kiste. So. Der Mond ist aufgegangen. Nein. Kinderfunk. Schlafwagen. Wer ist das? Ja. Herr Köpke.
Tagesschausprecher. Ja, Sie sind gar nicht weit davon entfernt. Schlaft gut. Guten Abend, meine Damen. Ja. Programmansagerin. Nein, Sie waren ja schon bei der Köpke. Bei der richtigen Sendung. Tagesschausprecher. Moment. Herr Heiß. Heiß, Tagesschausprecherin. Ja, wer? Dagmar Koller hätte ich bei Nein, wer? Wer? Dagmar Berghoff. Richtig. Demnächst. Thermometer. Nein. Mann. Ein langer Mann. Antenne. Mit Antenne. Moment. Meinst du? Ein Roboter. Nee. Heidi, Sie malen vorzüglich. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ihr seid Zweite geworden. Ihr seid Zweite geworden. Hier zu den kleinen Bildern. Und hier feiern wir die Sieger, die lustigen Musikanten, bitte. Sucht euch eure Bildchen aus. So, ich muss mich leider schon von Ihnen verabschieden. Die Zeit drängt ein bisschen. Aber ich hoffe, Sie gehen eins mit mir. Wirklich, Heidi Mahler hat doch wunderschön gemalt zum Schluss. Die nächste Sendung, die wird am 4. Oktober sein. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Und das wird eine richtig himmlische Sendung. Erst was mit den Wolken, nämlich mit den Wetterfröschen. Und dann mit etwas drüber, nämlich mit dem Wort zum Sonntag. Die Wetterfrösche, der Wetterbericht gegen das Wort zum Sonntag am 4. Oktober. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen angenehmen Abend. Wiedersehen. So, gratuliere. Gratuliere. Das hat sich. Ich zeige das doch hier in die Kamera, was wir euch ausgesucht haben. So ein bisschen erleben. Okay,